Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Heute geht's mal nicht direkt um Musik, aber um einen, der was natürlich krasse Musikgeschichte mit in Deutschweb geschrieben hat. Keine Frage, Savasch. Kam das Buch, gestern kam es raus, am 2. September. Oder war das, Leute? Das steht nicht falsch. Ne, gestern am 1. September kam es raus. So, heute ist der 2. Heute ist Release. Wo ist bekommen hab zumindest. Gemisches Release. Yo! Übertrömer, King of Rap, Kool Savas, die 24 Gesetze, was auch immer das bedeutet. Hier nochmal Savas. Hinten drauf haben wir auch nochmal eine Widmung, glaube ich. Der größte im Deutschrap, eine lebende Legende, eine Ikone des Hip-Hop, King of Rap. Kool Savas hat viele Namen und doch wird ihm keiner seiner Bedeutung gerecht. Das stimmt natürlich. Wow. Wow, wow, wow. Texte über Textskizzen wahrscheinlich. Okay. Ja, nice. Das Ganze hat mit gebunden, oder wie das heißt, wie im Arsch. Hat es um die 20 Euro gekostet. So, was haben wir denn hier alles so? Was steht hier? Über 20 Jahre, okay, das ist eine komplette Zusammenfassung. Hier haben wir schon mal dann, was alles so kapitelmäßig am Start ist. Ohne Vergangenheit hat die Gegenwart keine Zukunft. Das ist auch ein starker Text auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, wir gucken einfach mal ein kleines bisschen rein. Den einen oder anderen wird es ja vielleicht doch interessieren. Insgesamt gibt es 24 Abschnitte und Bildnachweise. Die Bilder sind natürlich damit am besten. Hier wird natürlich einiges reingehauen wahrscheinlich. Und ja, einiges an Seiten weist dieses Buch hier auf. Oh, was haben wir hier? Oh, richtig alte Bilder. Ich habe gedacht, wir blättern einfach mal ganz kurz durch, dass ihr vielleicht seht oder so, dass der ein oder andere sich vielleicht dann fragt, was da alles so drin ist. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht zu krass viele interessiert, aber natürlich Fans an sich natürlich wollen das natürlich sehen. Deswegen habe ich mir das auch bestellt, weil ich natürlich auch ein Savas-Fan bin, genauso wie von Kollega. Und ich bin echt mega gespannt. Das ist natürlich cool, wenn man so die Textzeilen und so hier hat. So. Ich sage das jetzt kein... Ich hau hier übelst drauf und sowas. Aura, okay. Da stehen dann nochmal die Textzeilen. Bau dir ein Team, das passt. Schalte immer mal kurz mit an, dass ihr das selber mal kurz mit anlesen könnt. Hier haben wir einige Bilder noch mit. Das wird wahrscheinlich so Exklusivzeug dann sein. Der doppelte Staatsbürgerschaft, genau. Wahrscheinlich Sachen, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Oder gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das noch keiner gesehen hat. Die drei Affen mal anders schreiben, rappen, recorden. Ja, Mann. So, was steht hier? Meine Güte, ganz alten Abzüge hier. Oder? Mit Simix, DJ Catsu im Hip-Hop, Mobil Berlin. Aura, geiles Album ja, auf jeden Fall. Die Bilder, ich finde die immer übelst episch, wenn das so schwarz-weiß ist und so. Ja, wie gesagt, das wird jetzt nicht das übelst aufreibendste Video, was es von mir gibt. Aber ich glaube, dass wir mal kurz mit reingucken können, was euch so erwartet. Es ist auf jeden Fall extrem viel Text, muss ich wirklich sagen. Wer es von euch hat, kann mir gerne mal was mit drunter schreiben, ob ihnen das so gefällt. Zu dem jetzigen Zeitpunkt konnte ich natürlich noch nichts daraus lesen. Immer wenn ich rhyme, hält die Welt kurz an, ich spüre wieder Raum noch Zeit. Denn immer wenn ich rhyme, immer wenn ich rhyme, genau. Ein bisschen übertreiben. Jo, cool. Also einiges an Input auf jeden Fall mit dabei. Jo, das ist mein Video, was jetzt nicht so krass Impact jetzt hat, sag ich mal. Bezüglich auf jetzt übst die Action und dies und jenes für einen Trailer natürlich. Das ist Fakt. Ihr habt da auch nochmal den Abschluss dann so. Also ist schon mega nice auf jeden Fall.
Also da ist einiges zu lesen. Also da seht ihr auch die riesen Texte. Das sind jetzt keine Lückenfüller oder sowas mit am Start. Also richtig nice. Finde ich richtig gut. Ich bin gespannt, was alles so drin steht. Und morgen kommt ein neues Video noch raus. Da kommt von Shindy Mandarin das Bundle raus. Und das seht ihr natürlich auch wieder bei mir. Und genau. Und von daher checkt es auf jeden Fall auch ab. Checkt das, den Trailer gern von gestern mit ab. Lasst mir gerne einen Kommentar drunter, wenn ihr das Buch auch habt. Und von daher, drei meine Lieben, bis bald, euer Mimi.